Idee hinter Unisphere ist die Automatisierung der Prozesse, die heute ein Pilot in einem Flugzeug macht, die sowohl vor dem Flug stattfinden, sprich Stichwort Flugplanung, als auch die Flugdurchführung. Was wir als Einzige machen bisher auf dem Markt, ist tatsächlich, dass wir diese Flugwegvorhersage nicht irgendwie mit Wetterdaten einfach gucken, wie ist das Wetter am Ankunftsort, sondern wir simulieren den Flug tatsächlich vorher und können dann, indem wir verschiedene Datenquellen kombinieren, also wie ist das Wetter, wie ist der Luftraum belegt, die Performance-Daten von der Drohne zusammenführen und durch die Simulation ganz genau sagen, ob der Flug überhaupt erfolgreich stattfinden kann oder nicht. Die Europäische Luftfahrtbehörde hat Regeln für Drohnen und Airtaxis erlassen, die fordern von dem Betreiber, dass er eben genau eine effiziente und sichere Flugplanung durchführt. Sprich, wir adressieren nicht nur den Markt, sondern wir adressieren auch ein Requirement der Luftfahrtbehörde. Kann ich überhaupt fliegen? Oder B, wenn ich fliege, wie ist denn meine Abweichung zu einem Flugplan? Oder C, wenn man historische Daten nimmt, kann man, also historische Wetterdaten, kann man da Aussagen darüber treffen, wie oft konnte ich denn fliegen oder hätte ich denn fliegen können in der Vergangenheit. Und das ist ganz spannend für viele, die ein Lufttaxi-Netzwerk aufbauen oder ein Drohnennetzwerk, um zu wissen, wie muss die Drohne oder das Lufttaxi aussehen, damit der Service in der Zukunft zuverlässig funktioniert. Unser Ziel von Unisphere ist es, in 5 Jahren die führende europäische Plattform für Flight Operations zu sein. Das heißt, dass wir allen Personen und auch Industrien, die luftfahrtfremd sind, die Möglichkeit bieten, mit unserer Software Drohnen für ihren Anwendungsfall einzusetzen. Und da wollen wir einen Großteil der Flüge, die stattfinden, mit unserer Software simulieren und auf unserer Plattform haben.